Raphael. Bedimo. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Kone. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Flanke. Er springt hoch zum Kopfball. Tor für die PSV aus Althofen. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Olympique Lyon wird hier schon in der Anfangsphase eiskalt erwischt. Das ist Benzema und er macht sich den Weg frei. Und direkt in die Sturmspitze. Bonanon. Ab in die Spitze. Fekir. Er steckt ihn durch. Den kann man mal so machen, Karim Benzema. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Tor noch steht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Leco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Gott, die legen ja los, wie die, sie wissen schon, diese mit den roten Autos. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore fast nach Belieben. Damit sind sie jetzt schon zwei vor. Das Spiel ist fast gelaufen und wenn sie jetzt nicht unnötigerweise den Gegner wieder stark machen, dann dürfte es das schon gewesen sein. 30 Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Olympique Lyon mit einem schnellen Doppelschlag hat mit dem... Und sie setzen noch eins drauf. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? So, Hansi, jetzt bist du dran. Lacazette hat gerochen, wo der Ball hinkommt. Und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Mit drei sind sie jetzt schon vorn. Versucht, die Gasse zu finden. Nee, die Fahne ist oben. War wohl ganz knappes Abseits. Da treibt er den Ball weit vor. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Durch die Abwehr. Lacazette. Das ist Benzema. Er zieht in Richtung Tor. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Raphael.
versucht die Gasse zu finden. Der Ball kommt durch. Lacazette, nicht im Abseits. Jetzt gibt es Eckstoß. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Raphael. Bedibo. Ja, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Da tankt er sich durch. Er steckt ihn durch. Da kommt der Schuss. Er will die Situation nutzen. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Dicker Schnitzer vorm Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den... Der Halbzeitpfiff des Schiris bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Ganz schön viele Treffer sind gefallen und eine 2-Tore-Führung steht zu Buche nach den ersten 45 Minuten. Hälfte 2 ist eröffnet. Fekir durch die Abwehr. Langer Ball in den freien Raum. Und die Möglichkeit? Nein, der kommt nicht an. Versucht ihn da durchzuspielen. Bedibo. Lacazette. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Raphael. Kone. Durch die Abwehr. Er bringt die Flanke. Versucht die Gasse zu finden. Nagelt er den rein? Jetzt ist er drin! Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Hat die Situation sofort erkannt nach diesem schlampigen Pass. Die Balleroberung, das schnelle Umschalten, der schulmäßige Konter und ein schönes Tor. Und damit brauchen sie nur noch eins. Sie wollten die Aufholjagd starten. Sie haben einen ersten wichtigen Schritt getan. Gonalon. Gonalon. Das ist Benzema. Das ist die Chance. Den kann man mal so machen, Karim Benzema. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vorn. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Sind wir hier beim Wintersport? Da ist es passiert. Willkommen zurück. Ein Tor fehlt noch. Von wegen, das Ding wäre durch gewesen. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Sensationell von Lacazette. Eiskalt am verdutzten Torhüter vorbei. Damit sind sie jetzt schon 2 vor. Ich biete Wetten an. Das ist schon die Entscheidung. Das reicht zum Sieg. Wer dagegen halten möchte, soll sich melden. Ein Volleyschuss. Der Keeper kommt gerade noch so ran. Passt ihn rein. Er versucht es nochmal. Kein Glück in der Situation.
Weg hier. Er steckt ihn durch. Es sieht gut aus. Er schlägt ihn in die Mitte. Bedimo. Ein langer Ball nach vorn. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Fekir. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Versucht die Gasse zu finden. Der Ball fliegt in die Mitte. Netter Versuch, aber sehr viel mehr war es nicht. Er steckt ihn durch. Jetzt könnte was gehen. Er treibt den Ball durch. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Der Ball kommt in die Mitte. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Durch die Abwehr. Umtiti. Gegen jemand bekommt. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Das ist ein Foul. Fekir sieht hier seine Gelegenheit. Das ist eine prima Gelegenheit, den Vorsprung noch auszubauen. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Dann sehen wir also gleich den Wechsel. Zumindest, wenn ich die Aktionen an der Seitlinie richtig interpretiere. Versucht, die Gasse zu finden. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Bedimo spielt das Ding lang. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Er steckt ihn durch. Und der kommt durch. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Durch die Abwehr. Da sucht er seine Vordermänner. Versucht die Gasse zu finden. Ende der Schlusspfiff ertönt. Dieser Sieg ist in die Rubrik taktische Meisterleistung einzuordnen. Sie haben die Umstellungen des Gegners gnadenlos ausgenutzt, auch wenn es am Ende dann glücklich war. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben.